Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Liebe Ursula, wir sind wieder mal unterwegs im Waldviertel auf der Suche nach interessanten Landwirtschaften. Im Zuge unserer Staffel, die sich mit der Geschichte der Landwirtschaft beschäftigt. Und wir wollen ein bisschen so in die Vergangenheit schauen und auch in die Zukunft. Und heute treffen wir den Karl Guntacker hier in Klein-Nonndorf. Ein Ort, von dem es hier insgesamt 7 gibt. Und 2 davon haben wir schon entdeckt. Und 2 haben wir schon entdeckt, genau. Servus Karl. Guten Morgen Karl. Hallo, grüß euch. Erzähl uns einmal, was für eine Landwirtschaft du hier hast. Also ich habe da einen Bio-Milchviehbetrieb, also Biolandwirtschaft mit Weidehaltung, also alles drum und dran, was zur Biolandwirtschaft gehört. Wie viele Hektar bewirtschaftest du da? Ich bewirtschafte da 15 Hektar Landwirtschaft. Das ist Wiese? Wiese und ein bisschen Acker. Und dann Wald hast du auch? Ja, Wald habe ich auch, 15 Hektar, ja. Und seit wann seid ihr ein Biohof? Biohof, also ich habe den Betrieb schon als Bio übernommen. Mhm. Seit 2002 sind wir Bio und da habe ich dann übernommen. Das heißt, die Eltern haben schon umgestellt. Die Eltern auf haben, Bio. Genau, haben schon umgestellt auf Bio. Ist das da heroben was Typisches? Gibt es da viele Betriebe, die so lange schon Bio sind? Unser Dorf ist das erste Biodorf Österreich. Wirklich? Also das erste Dorf, was komplett biologisch umgestellt hat, auf Österreich bin ich. Wow, ja. Alle Landwirte ja, quasi genau, haben. Ja. Wir sind ein Biodorf praktisch. Das komplette Dorf, sind also ungefähr um die 100 Hektar. Ist alles biologisch bewirtschaftet. Das vereinfacht es natürlich auch, oder? Ja, weil es keine Einstreuungen gibt von... Ja, Abtrift, Pflanzenschutzmittel und so weiter, aber ist in unserer Gegend, also ich habe eigentlich auch die angrenzenden Betriebe, sind bei mir auch alle Bio. Es gibt konventionellen, ist, sage ich mal... Ist Vergangenheit hier. Ja, es gibt schon die, was so ein intensives Programm fahren, die sind da eher auf der konventionellen Schiene, aber bei uns ist grundsätzlich Biolandwirtschaft im Vordergrund, ja, sage ich mir fast. Du, und was hast du eine Erklärung, warum ihr da so früh dran wart oder warum ihr alle gemeinsam umgestellt habt? Boah, Erklärung. Das hat sich einfach so eurer Zeit voraus. Avogad. Ja. Ich sage einmal, bei uns ist relativ eine extensive Lage, eben auf die 700 Meter, kleinstrukturierte Landwirtschaft und also mit konventionell ist es da ein wenig ein höherer Erlös bei Bio zum Erlösen und das ist auch ein Grund, natürlich auch, sage ich mal, Einstellungen und so weiter, oder die ersten, die es umgestellt haben, glaube ich, waren sicher als überzeugt von der Schiene. Ja. Du, und jetzt hast du gesagt Weidehaltung, wir stehen da bei dir am Betrieb. Aber deine Kühe sind im Stall. Erklär uns einmal, wie du, was Weidehaltung genau hast und warum die jetzt drinnen sind. Ja, Weidehaltung, weil wir haben jetzt Herbst, das ist eigentlich jetzt schon bei uns Übergang zum Winter. Mhm. Im Winter ist dann mit der Weide Schluss bei uns. Weil es einfach zu kalt ist und Schnee liegt wahrscheinlich. Genau, oder? Und immer die Frostnächte sind. Das heißt, es dauert ewig, bis die Weide trocken ist. Und die sollen, also gehen, weil sie ins Nasse groß gehen, eigentlich nicht großen. Mhm. Ja. Im Sommer haben sie eigentlich tagtäglich Zugang zur Weide. Die können, also auf meinem Betrieb ist es so gerichtet, dass sie können auf die Weide gehen, wann sie wollen. Aha, die können Belieben. Rein und raus, wie genau, sie, das entscheiden die selber. Okay. Genau, die entscheiden selber. Mhm. Ich tue sie im Prinzip koppeln. Ich habe mehrere Koppeln, die je nach, ich sag, im Frühjahr weniger und dann im Sommer mehr koppeln, dass eben der Aufwuchs dann das nachgefressen. Ja, was gibt's denn? Das heißt das, dass die Kühe im Winter gar nicht raus? Sie dürfen zwar raus, aber sie gehen nicht raus, weil es nass ist und kalt ist? Nein, ich lasse eigentlich nicht du raus. Also nicht da raus, ist okay? Dann Schluss, weil einfach das Grünland zu geschädigt wird. Der Vertrieb ist doch immer da. Ja. Und genau, das darf das Grünland zu schädigen. Ja. Wir haben ja schon ein bisschen auch über die Vergangenheit gesprochen, aber ich möchte dich noch mal fragen, wie lang besteht eigentlich der Hof hier schon? Also das Haus gibt es über 100 Jahre schon. Also wir sind, glaube ich, so gute 200 Jahre da sicher ansässig als Familienbetrieb.
Ja, und wie gesagt, Weiden tun wir schon seit meiner Kindheit. Ich war schon früher mit meiner Oma unterwegs als Halderbauer, wie es bei uns heißt. Ja. Also du hast das von der Pike auf gelernt. Genau, von der Pike auf gelernt, genau, ja. Und machst es offensichtlich gern, so. Ja, genau, ja, es macht Spaß, ja. Wir haben da auch, früher war das eigentlich bei uns so ein ungeschriebenes Gesetz, ab dem 15. Oktober, was wir jetzt praktisch schon haben, hat man auch jede Weide bestoßen dürfen, was auch in Oppern gehört hat. Wenn dort der Fuhr da gestanden ist. Bestoßen heißt beweiden. Genau, beweidet, ja. Und wir haben eigentlich da eine weit entfernte Fläche von Hof. Das sind also Wegstrecken, gute, schwach jetzt um die 2 Kilometer. Und da haben wir früher die Kühe, habe ich mit da oben, haben wir es dort hintrieben auf die Fläche. Das hat sich irgendwann einmal aufgehört dann? Ja, genau, das hat sich aufgehört, weil einfach die, ich sage einmal, die Oma hat das gemacht im Prinzip. Und wenn die Oma das nicht mehr macht, dann eher aus Zeitmangel und sie waren dann im Prinzip da einen ganzen Tag drinnen. Man ist nach dem Möcher praktisch mit ihr vorgegangen, soweit ich noch in Erinnerung habe. Ich glaube, war da, ja, wie gesagt, 3-4 Jahre, wo ich da mit war mit der Oma, also noch nicht in der Schule oder im Kindergarten. Und da war ich mit ihr dort weiden. Sie hat da nebenbei bei einer Arbeit gehabt. Wir haben auf die Kühe aufgepasst und. Und seid auch dort geblieben, also ihr habt sie gehütet? Ja, genau. Ja. Wir waren mit den Kühen dort praktisch auf der Weide, haben die dort gehütet. Wir haben, da ist ein Forstweg dort rein, haben wir Bänder gespannt. Also dort hat der Elektrozaun ist am mobilen, den hat es dort noch nicht gegeben. Ja. Also an der Steckdose ist normal der Elektrozaun, haben wir ein Bandel gespannt und ist mit den Kühen dort hinmarschiert und wieder am Abend wieder retour. Ja. Weil ich da gerade am Traktor den jungen Buben gesehen habe, bildet ihr euren Nachwuchs schon heran, um die nächste Generation von Landwirten hier zu haben? Ja, also der wächst schon in das Betriebsleben rein und wird, also ich sage einmal, man kann leben nur dabei von der Landwirtschaft und man hofft auch, dass es so weitergeht und man kann auch das Positive mitgeben, denke ich mal schon. Bist du im Vollerwerb? Ich bin im Vollerwerb, ja. Also, war das bei euch im Betrieb immer schon so oder ist das wieder Vollerwerb? Also meine Eltern haben im Betrieb beide im Vollerwerb geführt und ich habe dann praktisch durch das Maschinelle, was halt gekommen ist, das besser geworden ist, haben wir es im Prinzip ist möglich als ein Vollerwerbs, eine Person im Vollerwerb. Das heißt, durch die Technologisierung hilft es auch, dass du auch einen Biobetrieb so effizient da bearbeiten kannst und trotzdem mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Dass du im Vollerwerb tätig sein Ja, genau. Kannst, ja, ich habe zwar noch die Frau hilft mir beim Stallgang und die Mutter bei der Feldarbeit und auch im Stall. Und so habe ich sie eigentlich ein bisschen gemütlicher. Und kaum, ich bin gelernter Tischler und kann da auch ein wenig ein Hobby nachgehen kannst und so weiter. Genau. Du, Karl, noch eine Frage zur Ausbildung. Du hast gesagt, du bist Tischler. Ist ja auch verständlich, wenn du Wald hast und mit Holz arbeitest. Hast du aber auch eine Ausbildung als Landwirt genossen? Ja, ich habe die Fachschule in Edelhof gemacht, 2 Jahre dort. Das ist eigentlich dort die Grundausbildung gewesen, für den landwirtschaftlichen Facharbeiter, wo ich bin. Und zwei Ausbildungen eigentlich, ja? Ja. Die Tischlerlehre habe ich im Anschluss. Nein, im Anschluss dann dran. Ja. Okay. Und in welchem Alter hast du dann den Betrieb übernommen? Ich habe den Betrieb mit 21 Jahren übernommen. Weil mein Vater verstorben ist. Das geht sich alles aus. Ja. Wahnsinn, ja. Zwei Ausbildungen genau. Betriebe. Wie alt bist du jetzt, Karl? Ich bin jetzt 41, ja. Du hast schon vieles erlebt in deinem jungen, immer noch sehr jungen Leben. Und wie läuft das mit den Betriebsübergaben, Übernahmen? So, bist du der Älteste oder wie passiert das? Ich habe 6 Geschwister und bin mittendrin. Und bei uns war es eigentlich in der Familie schon immer klar, dass ich dann Nachfolger wäre. Ja, einfach die Interessen waren einfach da und ja. Das hast du schon gesagt, mit der Großmutter warst du unterwegs mit den Kühen. Und deine Geschwister sind trotzdem auch in die Landwirtschaft gegangen, auf anderen Betrieben oder machen die ganz andere? Nein, die machen komplett andere Sachen. Ja. Karl, jetzt, wir gehen da gerade über deinen Betrieb, da hört man ein Geräusch, wo wir Städter nicht erraten, was das ist. Was ist das, was man da hört? Die Mutter macht gerade Apfelsaft und das ist die Apfelquetschen. Die Apfelquetschen. Ja, genau. Ah, herrlich. Macht sie Apfelsaft und Most auch wahrscheinlich, oder? Nein, eigentlich nur Apfelsaft. Für den Eigengebrauch? Für den Eigengebrauch, herrlich.
Ja, wir horchen ein bisschen zu. Es klingt aufregend von heraus, wenn man es nicht sieht, was es ist. Du, eine Frage noch. Du hast uns schon ein bisschen erzählt, der Betrieb war schon wieder übernommen hast, Biobetrieb. Ja. Also ihr wart da sehr früh, das ganze Dorf sehr früh mit der Umstellung. Und du hast uns schon ein bisschen erklärt, was sind so die Unterschiede in der Betriebsführung, was sind die Anforderungen bei Bio. Hast du irgendwie, oder im Laufe der Zeit wird sich ja den Betrieb verändert haben in der Führung. Was hat sie da getan, vor allem bei den Tieren? Ist da irgendwas aufgefallen? Sind die, wir haben über die Vitalität schon gesprochen. Verhalten sie deine Kühe anders? Wie, du hast gesagt, du hast einmal Anbindehaltung ganz früher gehabt, weil das ging ja auch im Bio-Bereich. Ist da irgendwas zu beobachten gewesen? Ja, also ich habe im Prinzip aus arbeitswirtschaftlichen Gründen umgestellt, weil es einfacher ist, einen befahrbaren Futtertisch zu machen. Und die Kühe sind eben von der Anbindehaltung in den Laufstall gekommen. Und da hat man schon sehr wohl bemerkt, dass die Kühe vitaler waren. Die Abkalbung ist eigentlich relativ problemlos derzeit. Das sind 90% gekriegt. Alleine die Kälber. Und war das früher anders? Das war früher anders. Also da waren wir bei der Geburtshilfe schon dabei, hat auch zum Beispiel Geburtshilfe mit Kälbestricken und so weiter leisten müssen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Das gibt es ganz die Ausnahme. Eher bei Erstlingskühe praktisch, ja. bei Kälber, dann ist eventuell nicht notwendig, dass man mithilft. Aber hast du eine Erklärung, warum das sich so positiv auswirkt? Die Bewegung, glaube ich, ziemlich sicher. Ja. Offensichtlich, weil es ist der einzige Unterschied zu vorher, oder? Genau. Dass die jetzt frei entscheiden, wie sie sich und immer bewegen können. Und bei der Anbindehaltung waren die ja, wenn sie drinnen sind, rund um die Uhr angebunden, oder? Ja, genau, waren rund um die Uhr angebunden. Ja, was vielleicht, sie haben jetzt im Prinzip die Mineralstoffe und Salz legst du komplett zur freien Aufnahme. Ja. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, ziemlich sicher die Bewegung. Ja, interessant. Ja. Also nicht nur für uns sozusagen in der Wahrnehmung positiv, wenn die sich frei bewegen, sondern tatsächlich für die Tiergesundheit eine massive Verbesserung. Auch für den Menschen. Wenn ja, und dann wiederum. Und auch Milchqualität hat sich auch verbessert, man schon auch sagen. Ja. Ja, weil im Prinzip in den Anbindestall war es bei uns so, dass man die Kuh, die hat im Prinzip einen Schritt nach vorn machen müssen zum Fressen, dann hat sie hinten gekotet, dann ist sie zurückgegangen zum Niederlegen und wenn du nicht befährst, wenn du nicht praktisch den Dreck weggeräumt hast, hat sie sich reingelegt. Also es ist viel hygienischer geworden. Ja, sie sind viel sauberer. Das viel war, also man hat da eigentlich stündlich gemessen, den Kot weggeputzen, damit sie sauber geworden sind. Ja. Und das ist jetzt durch die Liegeboxen, die haben das komplett ein sauberes Feld und sind eigentlich sehr reinlich. Das setzt mir schon fast voraus. Gell? Ja. Wir gehen rein, die Kühe sind sauber. Ja. Beziehungsweise es fällt auf in anderen Betrieben, wo es nicht so ist, fällt das dann auf. Und wir haben natürlich dann das Empfinden, als wären die sehr schmutzig irgendwo. Genau so ist es, ja. Obwohl wir ja als Außenstehende nicht immer die Gründe kennen. Aber unterm Strich kann man sagen, die Biobewirtschaftung ist für alle Beteiligten eigentlich ein großer Vorteil, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Schaffst du das allein auch mit dem Wald? Ja, im Winter ist eigentlich, also im Wald ist die Hauptarbeit im Winter. Ja. Und im Sommer wird eigentlich nur kontrolliert, sage ich mal, und im Winter ist eigentlich Zeit ausreichend. Dann stapfst du dann allein in den Wald mit der Motorsäge und putzt aus. Genau. Ist ja auch was Schönes, oder? Ja, super ist es. Weil du gerade Stallarbeit gesagt hast, schauen wir mal rein in den Stall. Ja. Wie viele Milchkühe hast du momentan? Ich habe 14 Milchkühe derzeit. Mhm. Ursula, offensichtlich korreliert die landwirtschaftliche Fläche, also 15 Hektar, immer mit der Stückanzahl der Kühe. Das tut es muss, ja. Ein Hektar pro Kuh. Ja, sagt man genau. Ja? Also ein intensiver Betrieb, wo es dann Futter zukauft oder Kraftfutter, da kann es sein, dass er mit weniger Fläche praktisch auskommt. Ja. Der kann mehr Kühe haben, weil er das Futter zukauft. Aber das sind normal die konventionellen Betriebe. Ja. Die kommen dann auf einen höheren Tierbesatz, wie man sagt. Aber grundsätzlich stimmt das, ja. Ein Hektar pro Kuh. Musst du zukaufen? Zukaufen? Nein, muss ich nicht. Aber ich habe im Dorf sind Betriebe, die Viehhaltung aufgegeben haben, die was aber nur eine Ackerfelder bewirtschaften. Mhm. Und die haben für den Fruchtwechsel band die Kleegras an. Ah, ja. Und das ist dann das Futter. Das kannst du verwenden. Genau, das kann ich verwenden, ja. Du hast welche, also sag doch mal, welche Rinderrasse du da hast und welches Futter fressen die da gerade? Wir schauen ihnen gerade beim
Die Ausnahmen zu. Ich habe lauter Fleckvieh. Und ich habe jetzt schon umgestellt auf die Winterfütterung. Gestern haben sie noch das letzte Grünfutter gekriegt. Also Gras, frisch genau, Gras. Ja. Aber ich fiere das ganze Jahr eigentlich durchgehend eine Silage. Das ist, sie fressen jetzt praktisch Gärfutter, Silage. Ist das, und das ist im Biobetrieb möglich, ein Silofutter? Ja, genau. Okay. Ist, also früher waren wir eigentlich, also ganz viele, die kamen nicht mehr, waren es immer reine Heubetriebe, auch da mir in unserer Gegend. Ja. Und man hat eigentlich auch durch die Umstellung auf Silage größer den Betrieb vergrößern können, weil das einfach arbeitswirtschaftlich viel einfacher ist, eine Silagebereitung, als wir Holz bereiten. Vielleicht erklärst du uns kurz eine Silage. Da tust du mähen, im Jahr, im Laufe des Jahres mehrfach deine Flächen wahrscheinlich. Ja. Und das tust du einlagern, oder? Genau. Das bei mir ist das ich mache eine Rundballensilage. Ich habe da eine Presse. Da wird das Futter wird praktisch kurz angewöcht, also einen halben Tag. Ja. Dann presse ich das auf Rundballen zusammen und wird dann in Anschluss mit einer Folie umwickelt. Das sind die Folien, die großen Folienknödel, genau, die man immer wieder so in der Landschaft sieht. Genau, das ist eine Rundballensilage, das heißt mein Betrieb, ich mache Rundballensilage. Das heißt, die Alternative wäre, Heu einzulagern und das ganze Jahr über Heu zu füttern, oder? Oder halt Silage? Ja, genau. Also im Winter dann, wenn du nicht mähen, also wenn du kein frisches Futter hast. Ja, es gibt eben reine Heubetriebe, aber die liefern hauptsächlich auf Betriebe, die was die Milch veredeln in Käse die brauchen einfach die Heumilch. Das ist einfach für die Käseherstellung weit besser als die Silage. Mhm. Und unsere Molkerei ist eigentlich auf die weiße Palette, sage ich, spezialisiert, sprich Topfen, Joghurt, Frischmilch. Ja. Und bei denen ist das kein Problem, dass die Silage gefüttert wird. Das heißt, du lieferst die ganze Milch ab an Milcherzeuger. Sagst du ihm, wohin du die lieferst? An die Nöhm. An die Nöhm wird das geliefert, okay. Ja. Und die kommen jeden Tag zu dir? Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Früher war es jeden Tag und dann haben sie umgestellt, also aus logistischen Gründen einfach, weil es einfach Kilometer machen. So eine weite Wege bei euch im Waldviertel. Genau, ja. Das heißt, du musst die Milch kühlen. Genau, auf 4 Grad wird die Milch gekühlt. Das wird praktisch gleich anschließend von Mögen. Also ich möge mit einem Mägestand noch. Also ich tue noch das händisch. Also, echt wahr? Also händisch. Ja. Das Melkzeug, ich tue nicht händisch melken. Ja. Das früher war eigentlich üblich, sondern ich tue praktisch Maschinen mit der Hand die Maschine. Maschinen melken. Was ja übersichtlich ist bei 15 Stück. Ne? Ja, genau. Ja. Aber es gibt ja schon automatische Melksysteme, wo die Kuh selbst, also wo die Kuh in den Melk, bei uns heißt es landläufig Melkroboter, man sagt Roboter, eigentlich ist es ja kein Roboter, das ist ein automatisches Melksystem. Ja. Da geht die Kuh rein und das passiert vollautomatisch. Da ist der Landwirt nur überwachen praktisch. So, und jetzt haben wir schon viel geredet über die Entwicklung und wie der Betrieb früher war und wie lange schon Bio. Schaust du in deine Zukunft an? Also wenn die Kinder mal übernehmen oder was du noch im Sinn hast, hast du noch grobe Veränderungen geplant oder wirst du den Betrieb nochmal weiterentwickeln? Du bist schon Bio sehr lange. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit der Weiterentwicklung? Ich sage einmal, die Weiterentwicklung ist das, dass man nur vergrößert, aber dann hat man auch, sage ich mal, mehr Arbeit. Und sage ich, solange es passt finanziell, und das ist für mich eigentlich keine Notwendigkeit da, dass man den Betrieb vergrößert. Das heißt, das passt so für dich? Genau, für mich passt es ja. Ich habe meinen Betrieb eigentlich als Anbindehaltung übernommen mit Weide. Das ist auch, glaube ich, nach wie vor noch im Bio möglich, die Kombinationshaltung. Weiß ich nicht, ob es jetzt dann vielleicht die Richtung, ob das Auslauf ist, weiß ich nicht genau. Aber es war immer, also es war eine Ausnahmegenehmigung und ich glaube, ist ausgereinigt. Und jetzt ist im Prinzip der Laufstallhaltung, ich habe praktisch auf Laufstallhaltung umgestellt. Und jede Kuh hat ihre Box. Genau, oder eine Liegebox, wo sie liegt. Aber auch frei zugänglich, das müssen wir vielleicht ein bisschen beschreiben. Und die Damen sind da unterwegs, schauen sehr neugierig, was wir da treiben. Ein paar andere jausen inzwischen, weil frisch das Futter da liegt. Die Katze ist auch schon neugierig geworden und umstreicht unseren Producer, den Florian. Wichtig ist vielleicht auch, dass in den Boxen frisch Stroh eingestreut ist. Ja. Und sie
legen sich auch hin. Das heißt, sie fühlen sich sehr wohl und legen sich auf das frische Stroh. Ja, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, gerade im Hochsommer liegen, also oder gerade speziell auf meinem Betrieb, liegen die irrsinnig gern oder viel lieber im Stall, warum, als wir draußen. Es kommt vielleicht, weil ich habe eher die Weide auf den Nordhang, dass sie, keine Ahnung, aus welchen Gründen, aber sie nehmen die irrsinnig gern auch die Liegeboxen. Mhm. Vielleicht, weil es kühler ist im Stall? Ja, genau, oder? Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Weil ich sage, das liegt im Prinzip in Hang drinnen, wir sind da eben hügeliges Gelände im Waldviertel und die Kühle von der Mauer, was da kommt, genießen sie eigentlich im Sommer. Was ist denn so die optimale Temperatur, wo sich deine Kühe am wohlsten fühlen oder wo du sagst, also das sind die am vitalsten irgendwie? Wohlfühltemperatur, das sagt auch mein Tierarzt immer, ist jetzt, wie es gerade sind, um 0 bis 10 Grad, also da fühlt sie sich am wohlsten. Also eigentlich ein bisschen anders als es bei ziemlich anders als es bei uns. Ja, genau, ja. Ich sage 10 Grad weniger, kann man sagen. Wir sehen da beim Stall auch eine Öffnung, eine Tür sozusagen. Können die Kühe dann im Winter, wenn sie wollen, zumindest in den Hof hinaus? In den Auslauf, genau. Da können sie schon hinaus. Das ist auch im Bio vorgeschrieben. Okay. Also, ja, genau. Das heißt, sie müssen immer einen Zugang zum Auslauf haben. Außer wenn irgendwas. Zum Beispiel, wenn die Fläche jetzt gefroren war, das Verletzungsgefahr besteigen, dann kann man zumachen. Genau. Was oder bei dir da nach oben wahrscheinlich passieren wird, dass einmal friert. Ja, aber sobald Schnee liegt, ist das wieder kein Problem. Wieder? Mhm. Ist wieder rutscht. Wie tun die Kühe mit dem Schnee? Taugt denen das? Ja, das ist. Da gehen sie irrsinnig gern aus und gerade beim ersten frischen Schnee, wo der Auslauf praktisch frisch verschneit ist, weil dann wird es wieder relativ schnell gatschig. Mhm. Man reinigt zwar das wieder, aber der frische Schnee, das genießen sie wirklich. Oder? Und ist auch für eine Clown ist das, glaube ich, eine Wohltat. Schau, deine Kuh putzt deine Katze ab. Es ist großartig zum Beobachten. Züchtest du selber nach? Ja. Ich habe eigentlich das Jungvieh da getrennt jetzt für die Kühe. Wir haben da zwei Junge, die direkt bei uns stehen. Die haben ein eigenes Abteil da bei dir im Stall. Das ist deine Nachzucht? Das ist meine Nachzucht. Aber das sind so eigentlich nur bis ein Jahr. Mhm. Und ab einem Jahr, weil es dann später besonnen werden, habe ich aber schon in der Herde integriert. Dass sie sich einfach an das Ganze gewöhnen, an die Herde, dass sie gehen dann auch schon hier und da passiert es, dass sie den Milchstand mitgehen. Mhm. Dann tut man sie einfach, weil das Jungrind zur Kuh wird praktisch, tut man sie leichter. Die gewöhnen sie einfach. Und in welchem Alter werden die Jungtiere dann das erste Mal gedeckt? Mit so 16 Monaten. Mit 16 Monaten. Also eineinhalb Jahre. Habt ihr da im Ort einen Stier oder wird das? Nein, also bei uns ist es eigentlich. Macht das wie künstlich besamt, okay. Die jetzt, ja. Du und die Entscheidung fürs Fleckvieh, hat das einen bestimmten, ich nehme an, es hat einen bestimmten Grund, warum du dich für die Rasse entschieden hast? Ja, ist eine Zweinutzungsrasse, eben für Fleisch und Milcherzeugung, genau. Und deswegen, weil im Biobetrieb ja, ich sage einmal, die. So, bitte schau dir das an, ich muss so lachen zwischendurch. Die Katze und deine beiden Jungtiere. Verstehen Sie prächtig. Die Jungrinder sind eigentlich im Bio gefragt. Das heißt, für Milchvieh natürlich nur die weiblichen, weil die männlichen ja keine Milch nicht geben. Kommen die auf einen Mastbetrieb und der tut dann mästen und der braucht eigentlich, wenn ich jetzt eine reine Milchrasse hätte, Holstein, Red Friesian oder so irgendwas, dann war im Prinzip das blöd jetzt gesagt, der Opferprodukt nicht, aber man kann im Prinzip mit dem Männlich nichts anfangen, am Mester. Und das ist ein Biomester dann, oder? Weil wenn er von dir Bio-Tiere ich gebe meine Viecher an auf Zwettl an die Versteigerung. Da sind großteils konventionelle. Gängen konventionelle. Das heißt, dann wird das Bio-Rind zum konventionellen. Wird zum konventioneller, weil einfach die Nachfrage, ich glaube, der Markt ist noch nicht so groß. Also, bei uns gibt es auch relativ viele Mutterkuhbetriebe, die was eben rein auf Fleischproduktion spezialisiert sind, Mastbetriebe. Okay. Mit anderen Rassen. Genau. Das Ganze macht hier einen äußerst familiären Eindruck. Katze, du, deine Tiere.
Wie lang bleiben denn die Kühe eigentlich bei dir? Also meine älteste Dame ist jetzt 8 Jahre und sie schaut noch nicht aus, dass... Das ist eine Langzeitbeziehung zwischen euch. Nein, ich glaube auf einem Biobetrieb üblich so sechs Kälber sind das. Mhm. Mhm. Ja, eher sogar mehr. Ja, es kommt ganz darauf an, wie es ihr gesundheitlich geht und so weiter. Bevor, also man merkt es eh, wenn die Kuh, wo man sich denkt, ja, so hoppala, die... 6 Kälber, ja. Du hast also ein Kalb, das wird das erste Mal gedeckt. Und jetzt sagst du, es kann 6-mal gedeckt werden. Das heißt, es muss jedes Mal ein Kalb kriegen, um wieder Milch zu haben. Genau. Wie funktioniert das genau? Also in der Milchviehhaltung ist es immer so, dass, oder in der Rinderhaltung bei Kühen, die werden eben mit den 16 Monaten gedeckt, kriegen dann mit 2 Jahren, gute 2 Jahre ja, Kalb und ab dann ist im Prinzip geben sie erst Milch. Mhm. Ja. Und es ist auch, sage ich, in der Natur üblich, wenn die Kuh in der freien Natur war, darf sie auch jedes Jahr ein Kalb kriegen. Also das ist üblich, dass die Kuh jedes Jahr und besamt und gedeckt wird, sonst darf ja die Milchmenge versiegen. Sie würde aber nicht ewig Milch geben. Genau. Genau, ja. Genau, die darf versiegen, die Milchmenge dann. Deswegen jedes Jahr ein Kalb. Und die Kälber kommen bei dir, also außer die du, mit denen du selber nachzüchtest, die Kälber kommen alle dann als Kalb schon zur Versteigerung und gehen auf einen anderen Betrieb? Genau, ja. Mhm. Hast du mal überlegt, Entschuldige Christoph, ja? Hast du mal überlegt, Mutterkuhhaltung zu machen oder ist das für dich einfach kein Thema, weil du ja Milch Nein, ja genau, lieferst? Milch ist eigentlich der monatliche Fix. Das ist ein Betrag mit dem, was man mit Milch, was man fix einkalkulieren kann. Mhm. Und wie hoch ist der Milchpreis gerade? Wir haben einen Milchpreis jetzt aktuell Woche 70 Cent. 70 für die Biomilch? Für die Biomilch, ja. Mhm. Das ist relativ hoch, oder? Momentan? Ja, wir waren bei, also normal 50 Cent war ja schon ein guter Preis und jetzt mit der Teuerungswelle, sage ich mal. Geht auch der Milchpreis genau, auf. Ja, gut, ja und brauchen wir auch. Die Produktionskosten werden ja bei dir genauso wie bei der Molkerei auch steigen, oder? Also genau. Energiekosten und andere. Mhm. Muss der Stall eigentlich beheizt werden? Nein, das sind die Kühe, das reicht aus, die Energie von der Kühe, dass der im Winter. Also, ich schaue, dass ich ihn eigentlich frostsicher halte oder bis minus 5 Grad, damit ich die Tränke eigentlich nicht. Dass der nicht einfriert. Nicht oder? Einfriert, genau. Ja. Ja. Und sonst müsste man die zusätzlich heizen und denke mir, ist in Zeiten jetzt von Klimawandel oder Energiekrise, sage ich, warum sollte ich die Tränkebecken jetzt zusätzlich heizen, wenn eh die Kühe Wärme abgeben. Ja. Und eben, wie wir vorher gelernt haben, die ja eigentlich ganz gern kühl haben. Genau, ja. Im Vergleich zu uns Menschen. Ja, obwohl sie da ja bis minus 10 Grad eigentlich ist kein Problem für die Kuh, auch bis minus 20 Grad, wenn keine Zugluft nicht ist. Mhm. Ja. Dann verkühlen sie sich. Genau, ja. Ja. Sag was, Futter noch einmal, ja? Jetzt haben wir mal sozusagen das Basisfutter besprochen. Kriegen Bio-Kühe noch zusätzlich Futter? Kraftfutter oder, ja, die kriegen, oder Vitamine, ich weiß es nicht. Kriegen ja? Da sieht man ja einen Salzlegstein. Ja. Das ist so ein Bergkern. Dann Futterkalk, also es ist Mineralstoff, Kalk, was brauchen Kalzium. Und Leckmasse haben sie auch. Das ist praktisch, das sind die alles, was eigentlich, also Betriebsmittel darf ich nur zu füttern, was in einem, gibt es einen Betriebsmittelkatalog, ist in Bio vorgeschrieben und ich bin ein Bio-Austria-Betrieb und ich darf im Prinzip nur die Futtermittel, was da gelistet sind, verfüttern. Vielleicht erklärst du nur kurz, Bio-Austria ist noch einmal eine höhere Stufe an. Als EU-Bio, sage ich dir, genau. Das ist dann die höchste Stufe sozusagen an Zertifizierung, die man hat. Nicht kann, unbedingt. Oder? Ich glaube, es also gibt da verschiedene Programme, auch von zurück zum Ursprung. Ist, glaube ich, nur Stufen höher. Dann gibt es. Also es gibt nur Programme von Abnehmern, aber sozusagen in der Bio-Zertifizierung ist Bio Austria in Österreich die höchste Stufe und hat höhere Vorgaben, als es die europäischen Vorgaben im Bio-Bereich wären. Ja. Schau, finden reges Interesse da bei unserer Produktion. Aber ich glaube, eigentlich ist das Futter interessanter als wir, gell, Christoph? Ja, das fällt mir hier auf, dass es so ruhig ist, gell? Ja, herrlich, die Ordnung da. Nicht einmal ein Mu. In einem durch, nein. Ja, Karl, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in deinen Betrieb.
hier in deinen Stall zu deinen Bio-Milchkühen, die einen Großteil des Jahres auf der Weide draußen sind, ja, haben wir wieder eine andere Form von Bewirtschaftung kennengelernt, Christoph. Hat mir sehr gut gefallen, sehr familiär, ein typisch österreichischer Betrieb irgendwie. Karl, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, danke auch, sehr gerne. Danke und alles Gute für deinen Betrieb. Ja, Dankeschön. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerrand.io.